Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rise of the Tomb Raider. Wir haben es jetzt mal aufgehört und sind in der letzten Folge hier entlang gelaufen. Ja, mehr ist nicht passiert. Nein, wir befinden uns immer noch gerade auf dem Weg ins Gulag, um unseren besten Bro Jonah zu befreien. Und wir können tatsächlich mal das Tool nutzen, was wir neu dazu bekommen haben. Nämlich das hier. Da oben noch ein Fest. Ich hoffe, das reicht aus. Ja, sollte eigentlich, ne? Sehr schön. Ey, ich feiere das voll, das Feature. Ich liebe es. Gut, dass das auch mit der Geschallgedämpft geschossen wird, wenn man mittlere Maustaste drückt. Finde ich sehr gut. Denn normale Patronen sind nicht mehr in meinem Besitz. Okay. Ich will weiter versuchen, Stealth zu bleiben. Hat das letzte Mal nicht so gut geklappt, aber hey, was soll's. Wieso kann ich die Pistole jetzt nicht mehr nehmen? Doch jetzt. Sie nimmt nämlich immer automatisch die AK in die Hand, weil halt die Munition für die Pistole leer ist. Ist natürlich nicht so gut. Na gut, das ist zum Thema Stealth. Ich glaube, die kann man auch gefühlt Stealth nicht ausschalten. Aber gut. Was soll's. Also die Musik ist gerade sehr dramatisch, aber wer kommen tut, da kommt einfach keiner mehr. Oh, hier noch jemanden? Hey, na? Wow, wow, wo kommt das denn her? Ach, von hinter uns. Ich dachte schon so, hä, von wo denn? Okay, ich denke, hier werden noch mehr Gegner sein. Das sieht aus nach einem großen... nach einem großen Platz hier. Mann, das blöde Walkie-Talkie brauche ich nicht. Talkie-Walkie einfach. Wer kennt's nicht? Diese schwer gepanzerten sind doch echt dumm, ne? Die tragen komplett schwer gepanzerte Rüstung bis auf ihren Kopf. So, okay. Macht's mir noch offensichtlicher, wo ich raufschießen muss. So, hier sind noch ein paar Pfeile. Das ist ganz gut, denn davon haben wir gerade nicht sehr viele. Sind hier sonst noch so irgendwie welche, weil die Musik ist immer noch dramatisch. Da. Ist das die Dose, die hier irgendwo buggt? Ja, die ist ein bisschen dramatisch unterwegs, die Dose. Na gut. Gut, gehen wir mal hier hoch. Okay, ich denke, wir sind gleich tatsächlich beim Gulag angelangt. Oh, 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 da. Ja gut, deine Rüstung schützt dich nicht vor Feuer. Kleiner Tipp fürs nächste Mal. Ist aber auch so dumm und stellt da direkt einen Molotow zu sich hin, ne? Also wirklich. Dümmer kann man nicht sein. Okay, liegt hier noch irgendwas drauf? Das hier hat irgendwas damit zu tun. Vielleicht können wir damit fahren oder so. Ja, das wird wohl gleich irgendwas damit zu tun haben. Aber ich gehe erstmal kurz noch in die Richtung. Denn da ist nämlich eine Brücke. Mal gucken, was man hier noch so finden kann. Ich denke, hier kommen wir aber nicht rüber, oder? Nein, kommen wir nicht. Das hat sich also auch erledigt. Ach, warte mal. Das sieht sprengbar aus. Gut, hat sich erledigt. Wir haben eine Sprengladung dafür verschwendet, erfolgreich. Also, na Mensch. Oh, als ob wir hier sind. Okay. Dann nochmal hoch hier. Ist okay, kann man machen. Wir wissen ja, wo es lang geht. Man kann aber auch nicht durch die Bäume hier, ne? Die sind zu dicht einfach. Okay, ja, dann werden wir mal gucken. Man kann darunter durchschleichen, habe ich auf jeden Fall gesehen. Aber ich denke, das hat auch irgendwas mit dem Auto hier zu tun. Ah. Okay, okay, okay. Das sieht doch sehr instabil aus. Aber wir klettern erstmal drunter durch. Ich denke, dass was dort gelagert wird an Benzin, wird nochmal gebraucht. Ein Stempel für offizielle Trinity-Schreiben.
Die werden heute kaum noch benutzt. Okay. Was ist darauf abgebildet? Sieht ein bisschen aus wie ein Adler oder so? Also so ein bisschen aus wie so ein Vogel. Warte mal, kann man den mal so drehen? So. Ja, sieht auf jeden Fall aus wie so ein typisches Wappen halt, ne? Gut, lass uns mal kurz ans Lagerfeuer. Ich denke, wir haben wieder irgendwelche Fähigkeitspunkte. Zumindest einen, genau. Da werde ich nämlich mal ganz kurz reingucken, was sich hier noch so befindet. Streubombenpfeile, die hören sich schon cool an, ne? Warte, was steht hier? Pfeilkletterer. Drücken Sie im Sprung F, um im Sprung Breitblatt Kletterpfeile in weichen Holzoberflächen zu rammen. Was? Aber man kann die doch auch einfach schießen an dem Punkt. Nehmen wir mal den Ausweichkill. Vielleicht brauchen wir den mal. Außerdem können wir noch ein paar Waffen-Upgrades holen. Leider nicht. Doch, wir können für die Pistole welche holen. Nur haben wir dafür keine Munition derzeitig. Oh, müssen wir dafür den Schalldämpfer ablegen? Nee, ne? Schussfrequenz. Okay, aber das finde ich ein bisschen unnötig für die Waffe. Da möchte ich dann doch lieber auf die AK gehen. Ja, mehr Schaden wäre schon ganz gut, ne? Ja, komm, ein bisschen mehr Schaden und das mal zwei. Da macht die direkt ein bisschen mehr Schaden. Alter, wie lang dieser Lauf geworden ist, was? Okay. Naja, gut, kann man machen so. Okay, wie sieht's aus mit dem Bogen? Da können wir auch noch was machen, und zwar Sehnauslöser. Machen wir einfach, weil wir haben es halt, ne? Dann kann man es auch direkt tun. Gut. Dann geht's wohl weiter. Ach, warte mal, können wir Munition craften? Ging das nicht irgendwie? Munition. Na gut, hier kann man nur verbesserte herstellen, ne? Ja, das ist blöd, ne. Nee. Das möchte ich dann nicht. Nee. Weil wir haben ja derzeit einen ziemlichen Munitionsmangel, was die Pistole angeht. Und gerade jetzt, wo wir den schönen Schalldämpfer haben, tut das sehr weh. Ich sag's ja nur, es tut sehr weh. Ich möchte ihn nämlich öfters mal verwenden. Okay. Ich weiß immer noch nicht, was das für ein Gebäude sein soll. Okay, tauchen wir mal hier runter. Wir können ja inzwischen unendlich lange tauchen. Deshalb werde ich einfach mal durchtauchen. Werde ich nämlich einfach hier rausgehen. Oh, wir haben wieder ein bisschen Munition. Das ist schön. Ist hier noch wer? Nee, die Schritte kommen von uns. Okay, gut. Erfolgreich Silence. Also richtig gut, ne? Stealth gespielt an dem Punkt. Sind auch nur zwei Gegner gewesen. Also von daher, der ist ins Wasser gefallen, der andere, oder? Ja gut, da werde ich jetzt nicht reingucken noch. Kann man auf die Tanks schießen hier? Nee, okay. Wäre dann rot markiert wahrscheinlich. Okay, was befindet sich hier noch so? Hier ist noch so ein Raupen-Ding. Irgendwo eine Granate liegen? Wir haben hier einen Molotow halt, ne? Ja, die ist immer noch da draußen. Die ist gerade neben euch. Oh Gott. Hier sind ja auch noch welche. Okay. Au. Leute, was ihr macht, ist ziemlich gefährlich, ne? Ich würde vielleicht ein bisschen aufpassen an eurer Stelle. Habt ihr die Dings an uns langpfeifen hören, die Patrone? Uiuiui. Die scheint wohl sehr knapp gewesen zu sein. Okay, waren das alle? Mehr nicht? Okay. Also einen Grund für Stealth gibt es gar nicht, oder? So, auf jeden Fall nehmen wir jetzt hier mal ein bisschen Munition mit. Das ist gar nicht mal so schlecht. Denn die können wir nämlich direkt für unsere Pistole nutzen, da die ja immer mal wieder leer ist. Granatenpfeile herstellen, das können wir. Ui. Sehr schön.
Okay. Findet sich hier sonst noch was? Sind noch ein paar Pfeile, das ist gut. Bisschen Munition können wir aber nicht mitnehmen, weil das keine ist, die wir brauchen. Die sind alle explosiv, diese Teile, ne? Hat das wahrscheinlich doch nichts damit zu tun. Hätten wir da mal raufgeschossen. Hätten wir da mal raufgeschossen, ne? Na gut. Trinity aufspüren, okay. Ist natürlich gar nicht so eine leichte Aufgabe, da natürlich Trinity kein Mensch ist, sondern halt diese gesamte Sekte. Das ist also eigentlich eine ziemlich unmachbare Aufgabe, die uns hier gegeben wird, aber ich weiß auf jeden Fall, was damit gemeint ist. So. Einmal außen rumrennen, das lohnt sich normalerweise immer, weil es hier bestimmt nochmal was gibt. Warte, hier können wir doch bestimmt hoch, oder? Nö. Okay, hat sich erledigt. Hat sich nicht gelohnt. Aber hier liegt noch ein MP3-Player. Wir stehen jetzt am Scheitelpunkt einer neuen Welt. Okay. Ich schätze mal, hier können wir nicht lang. Nope. Also geh mich hoch. Ich renne auch hier wieder mal außen rum. Man weiß ja nie. Hier war das Loch. Okay. Und wie sollen wir da jetzt rüber? Oder rauf? Gibt es irgendwie eine Leiter oder so? Weil ich sehe hier nämlich gerade gar keine. Was will uns das Spiel sagen? Wir sollen halt da hoch, ne? Aber wie sollen wir da rüber? Ach, da, warte, da ist eine Leiter. Oh. Also war das hier einfach unnötig? Okay, cool. Wow, danke Spiel. Lara. Danke. Dachte schon. Und hopp. Da drin sind doch safe Leute von Trinity, oder? Boah, ich sehe hier gerade gar keinen. Aber hier ist auf jeden Fall noch was drin. Eine Patronenhülse, die aber irgendwie seltsam wirkt. Sie wurde auf Hochglanz poliert. Was steht da drauf? Ist nicht Englisch. Ist irgendeine andere Sprache. Ja, sieht halt aus wie eine normale 9mm Patrone, ne, eigentlich. Waren es 9 oder waren es... Ist das schon eine 12er? Ich glaube, es ist sogar eine 12mm Patrone. Bei 9mm kommt ja in Pistolen rein. In die meisten zumindest. Okay. Oh, hier ist noch ein bisschen Stoff. Komisch, dass hier keiner ist. Ich habe gerade hier drin welche erwartet, um ehrlich zu sein. Aber das liegt vielleicht daran, dass mich gerade dieser ganze Teil ein bisschen an Sniper Warrior erinnert. Und da war auf jeden Fall um jede Ecke in diesen kleinen Gebäuden was drin. Ich weiß nicht, ob du mich hörst, Lara. Aber ich versuch's weiter. Oh, Jonah. Wir retten dich. Wir retten dich. Kein Problem. Wir sind ja schon auf dem Weg. Imagine den Bro in Stich lassen. Tch, das könnte ich mir nicht zutrauen. Okay. Betreten Sie den Gefängnisblock. Gefängnisblock. Da waren wir, glaube ich, auch drin, genau in dem, ne? Okay, bin auf dem Weg. Jonah! Jonah, wir sind auf dem Weg! Keine Sorge, Bro! Wir holen dich da raus. Hopp! Uiuiuiuiui. Ja gut, darauf hätte man auch kommen können, wenn da Eis ist. Nein, haben wir nicht. Keine Gesellschaft. Ganz alleine und einsam. Einmal rüberschwingen. Hui! Das macht immer wieder Spaß. Ich muss echt mal ein Spider-Man-Spiel spielen. Ich habe noch nie ein Spider-Man-Spiel gespielt, aber das sieht immer richtig spaßig aus. Sollte das vielleicht mal tun. Was haltet ihr davon?
Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ich mal ein Spider-Man-Spiel let's playen soll. Okay. Weil ich hätte mal Bock drauf, muss ich sagen. Und falls ihr sagt, ey ja, spiel mal eins, dann schreibt mal ruhig auch dazu, was für eins ihr mir vorschlagt. Da gibt es ja so ein paar inzwischen. Wow, nein, Lara. Lara, nein. Nicht rutschen, nicht rutschen. Macht keinen Spaß, glaube ich. Uiuiuiui. Nein, nein! War ein Seil. Ja, gut. Es ist nichts passiert. Alles gut. Okay, da können wir direkt vielleicht angreifen. Ich exekutiere ihn erstmal. Der wäre so viel cooler gewesen, wenn ich nicht gestottert hätte. Wie nennt man das denn nochmal? Keine Ahnung. Bühnenfieber. Du kannst mir doch nicht sagen, dass das gerade niemand gehört hat. Das war doch extrem laut. Sie sind ihr gegenüber wirklich loyal. Ich bewundere sie. Wirklich. Aber auch meine Geduld hat ein Ende. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Jetzt! Bitte! Bitte nicht! Hör nicht auf ihn! Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. Räumt die Zellenblöcke. Tötet sie alle. Es tut mir leid. Ich hätte ihn töten sollen. Aber er war unbewaffnet, ich konnte es nicht. Das musst du auch nicht. Es tut mir so leid, dass ich dich hier reingezogen habe. Ich dachte, ich könnte mithalten. Sie kommen. Wir sind umstellt. Diesmal passe ich auf dich auf. Er stirbt. Wir haben nicht viel Zeit. Verriegelt die Tür. Ach, Jonah ist manchmal auch ein bisschen zu gutmütig. Er ist halt einfach zu lieb, ne? Oh Mann. Naja, komm, wir retten ihn trotzdem. Wir schaffen das noch. Komm schon. Aber das Ziel nicht im Blick. Erwarte Befehle. Position halten und bereit machen. Wir töten diese Wichser. Die haben meinen Jonah abgestochen. Was soll die Scheiße? Die sind nicht in Frankfurt. Oh. Kommt ruhig. Hä? Was wollt ihr? Oh, die mussten auch unbedingt so Lampen platzieren, dass man nichts sieht. Ach du Scheiße. Oh Gott. Au. Ja, sehr angenehm auf jeden Fall. Was für Rückzug? Das ist euer Heli. Habt ihr selber Schuld dran? Das war ein schöner letzter Schuss. Verdammt! Wir kümmern uns darum. Signatur
bestätigt. Klar zum Angriff. Roger, alle ab! Werf eine Granate! Die wollen auch jedes Mittel nutzen, ne? Vorsichtig vorgehen. Komm her. Einmal ertrinken, bitte. Da hilft dir dein Scheißhelm auch nicht. Nö, alles gut, ich bin nicht unterm Eis. Da würde ich doch gar nicht überleben. Leute, übertreibt doch nicht. Hey, 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 bleibt mal ruhig. Was für Lügen ihr da gehört habt. Wie machen wir das jetzt aber? Abwarten, lass sie zu dir kommen. Wow, wow, wow. Leute, 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 Leute. Wir gehen unter Wasser. Wir gehen unter Wasser. Die werden uns hier noch nicht sehen, denke ich. Schwimmen wir jetzt einfach zum anderen Punkt hin, dann wissen die nicht, wo wir sind. Also zumindest, wenn es gut gemacht ist. Okay, ist nicht gut gemacht. Normalerweise würden die ja nicht wissen, wo wir sind. Au, au, au. Ich weiß, man hätte eigentlich wahrscheinlich Stealth vorgehen sollen mit Nahkampf und so, ne, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich bin sowas immer nicht zu sehr willkommen. Oh Gott, oh Gott. Was mich gewundert hat, wir haben ja einen Stealth-Kill gemacht und wir hatten gar nicht unsere Fähigkeit, glaube ich. Ich muss zurück zu Jonah. Naja, doch trotzdem alles geklappt. War sehr knapp, muss ich zugeben, aber hey, es hat geklappt und das ist das, was zählt. Oh Gott, nein. Jonah. Jonah. Lara. Ich bin hier. Lara. Hör mir zu. Nein, nicht bewegen. Wenn ich das hier nicht überlebe. Sag sowas nicht. Nein, hör nur zu. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. Sein Ende ist nah. Nein, er darf nicht sterben. Wir können ihm helfen. Wie? Er muss sofort ins Observatorium, zu Jacob. Nur Jacob kann Jonah jetzt retten. Wir müssen ihn zurück ins Observatorium bringen. Okay. Dann werden wir das, denke ich, mal tun, ne? Alles für unseren Jacob. Was für Jacob? Jonah, meine ich. Jacob, er stirbt. Ich kümmere mich um ihn. Der Herr behütet dich. Er ist der Schatten über deiner rechten Hand, dass dich tags die Sonne nicht steche, noch der Mond nachts. Der Herr behüte deine Seele vor allem Übel. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Drückt auf die Wunde. Macht ihn bereit. Jacob, Sie sind angeschossen. Sie sind es. Nicht wahr? Der unsterbliche Prophet.
Ich spüre Schmerzen. Ich kann verletzt werden. Ich bin ein Mensch, dem kein Tod vergönnt ist. Und die göttliche Quelle? Ich entdeckte sie vor langer Zeit. Sie ist real und unglaublich mächtig. Aber sie ist nicht göttlich. Sie haben sie angelogen. Über Generationen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich tat es zu ihrem Schutz. Einst nutzte ich die Quelle, um meine Armeen unsterblich zu machen. Aber das war ein furchtbarer Fehler. Sie meinen die Krieger im Archiv? Als Feinde Kitesh angriffen, begruben die Unsterblichen die Stadt unter dem Eis der Berge. Tausende starben. Sie begingen eine Gräueltat, um die Macht zu behalten. Trinity wird das auch tun. Aber mit weit schlimmeren Folgen. Das sind nicht Sie. Der Mann, den ich jetzt kenne, würde seinem Volk nie schaden. Verstehen Sie nicht? All das ist mein Werk. Und es muss endlich ein Ende haben. Vater! Sie kommen näher! Sie bahnen sich mit Gewalt einen Weg ins Eis. Dann haben wir schon verloren. Nein. Irgendwie muss man sie aufhalten. Jacob, auf der Karte war ein Geheimgang in die Stadt verzeichnet. Der Weg der Unsterblichen. Das ist zu gefährlich. Uns läuft die Zeit davon. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe. Wenn wir Trinity verlangsamen, haben wir vielleicht eine Chance. Ich greife sie mit unseren Truppen auf dem Eis an. Dann sofort. Öffne den Weg. Wenn Sie bereit sind, gehen Sie durch den Eingang unter dem Observatorium. Ich werde mich um Ihren Freund kümmern. Wow. Ja, da haben wir wohl so einiges um Jacob gelernt, würde ich mal meinen. Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Er hat damals die göttliche Quelle entdeckt und wurde deswegen unsterblich? Das klingt wirklich wie eine Qual, muss ich sagen. Und trotzdem kann er Schmerz erleiden. Also das ist echt nicht schön. Na gut, ich würde auf jeden Fall sagen, in der nächsten Folge gehen wir hier runter, unter das Observatorium und schauen, was sich dort befindet und hoffentlich haben wir eine Chance gegen Trinity. Ansonsten lasst eine Bewertung da, habt noch einen wunderschönen abenteuerlichen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge von Rise of the Tomb Raider. Bis dann, ciao!